Leute, Leute, ich habe es herausgefunden, den Bug. Ich habe es offscreen einmal ausprobiert und jetzt ging es. Also es ist ganz einfach, man darf sich nur vorher noch nicht nochmal runterpusten lassen, das war wohl der Fehler. Und man darf sich nur einmal porten lassen. Gut, das werde ich euch im Laufe dieses Levels mal zeigen. Ja, wir sind jetzt bei Erklimme den Kopf. Und ja, auf geht's, würde ich sagen. Wenn ich da jetzt drauf kommen würde. Ich habe immer Schwierigkeiten an dieser Stelle. Naja, nicht so schlimm. Das ist egal. Was mache ich? Komm, einfach rauf. Danke. So. Und tap. Tap. So. Das mit dem Pinguin da gerade habe ich auch mal raus. Nochmal probiert. Und man darf echt nicht zu doll hinten bleiben, weil das sonst scheiße wird. Okay. Das war wohl jetzt wohl abgeglitscht, würde ich sagen. Naja, ich wollte jetzt ein bisschen schnell sein, damit der Pinguin da nicht rüberläuft, aber anscheinend hat das wohl nicht geklappt. Nicht so schlimm. So, jetzt muss ich mich halt nur noch richtig hinstellen. Okay, jetzt steht er da. Jetzt geht er ein bisschen zurück. Und ich muss halt immer genau bei ihm stehen. Jetzt, ja. So geht das. So. Und hoch da, und da ist der Stern, den wir suchen. Jetzt darf ich nur nicht runterfallen. Ja. Yeah. 75 Sterne. Ja. Okay, da war jetzt wohl ein bisschen aufwendig. Durch den letzten Part. Oh, was soll's. Weiter geht's im Text. Spiele mit Bad Bully. Alles klar. Komm, lass uns spielen. Gut, tun wir es. So. Müssen wir hier hinten hin. Ich mache mir das nämlich einfach. Und zwar werde ich mir jetzt den Panzer holen. Boing! Und einfach mal gegen ihn gegenfahren. Oder schlittern. Und dann ist der tot. Ist genauso wie mit den Bullies in der Lava-Welt. Wo man die in die Lava schubsen muss. Und hier ist es halt, dass man ihn da in diesen eisigen See rein kicken muss. Und zack, das war's auch schon. Wir haben mit ihm gespielt. Und was bekommen wir? Einen Stern. Klar. Und yes. 76 Sterne. Echt nachher heiß. Spiele mit Bad Bully. Hab ich gemacht. Speichern und weiter. Und was war das jetzt? Was ist der nächste Stern? Wage dich ins Eis. Oh mein Gott, nein, ich trau mich nicht. Was ist damit eigentlich überhaupt gemeint? Ah, ich weiß. Das ist der... neben dem Block, wo dieser Schildkrötenpanzer war, war noch ein Block. Und da ist ein Stern drin. Und das scheint er wohl zu sein. Und genau da... Warum wusste ich, dass das jetzt kommt? Boing. Ah, ein Glück habe ich es ja jetzt nochmal hingekriegt. Ich hatte früher mal damit Schwierigkeiten, auf diesen scheiß Typen da drauf zu springen und dann da rüber zu schweben. Egal, wir haben den Stern. Das geht ja richtig fix hier. Wenn wir so weitermachen, ist das Level gleich auch durch. Hier zum Eissee, okay, das war dann wohl doch ein anderer. Wage dich ins Eis. Was kann das sein? Ich glaube, ich weiß es. Das könnte das hier sein. Das ist ja Eis. So. Wer hätte gedacht, dass das Eis ist? Wer hätte das gedacht? So, und hier müssen wir so ein paar Wandsprünge manchmal machen. Was auch immer. Und hier geht zum Beispiel geht es jetzt gleich nach oben. Nur
bekommen wir erstmal den Wandsprung hin. Oh Gott. Okay, dann bin ich wohl von der falschen Seite abgesprungen. Dann muss man das von da machen. Oh, ach man. Jetzt bin ich wieder zu doof, um das hinzubekommen. Ja! Oh nee! Mann! Wieso ist das so doof? Wieso ist das denn so doof? Ja! Oh, da haben wir ihn! So einfach! Jetzt habe ich jede Minute einen Stern gemacht. Oder so ziemlich jede Minute. Finde die 8 roten Münzen. Okay. Gut. Wo sind die? Hier draußen oder was? Ja, stimmt. Okay. Ich glaube, es ist Zeit für den Panzer. Ein weiteres Mal. Nee, ich gehe doch, glaube ich, erstmal in den kleinen Mini-Igloo. Der von innen ganz schön riesig ist. Weil das mit den roten Münzen, das mache ich immer gerne zum Schluss. Naja. Naja. Und hoch da. Kommt man nämlich das erste Mal ohne Schildkrötenpanzer gar nicht hin. Na, vielleicht doch. Aber mit ein bisschen tricky. McAfee Software Update später neu starten. Ich starte doch nicht jetzt neu. Mitten im Aufnehmen. Okay, jetzt sind wir im Iglo drin und da oben ist auch schon der Stern. Stern. Wie die Münze sich da hochgecheatet hat. So ein Cheater. Okay, hier scheinen wohl viele Münzen zu sein. Hier kann man wohl gut Münzen einsammeln. Für den 100 Münzen Stern. So, hier ist die Unsichtbarkeitskappe. Und damit können wir natürlich auch durch Eis laufen. Dann geht es los. Freunde, es geht los. Der Stern gehört uns. Ja, 79 Sterne schon. Schau im Iglo nach. Gut, jetzt fehlt uns der Stern mit den 8 roten Münzen und dem mit den 100 Münzen. Was machen wir jetzt? Und danach? Ja, kann ich euch den Bug zeigen, den schönen Bug. Naja, es ist nichts Besonderes, es ist halt nur, ja, ganz lustig. Aber ich habe ihn ja früher auch nicht so richtig verstanden. Diesen Bug habe ich aus einer Zeitschrift. Aus einer N64-Zeitschrift gab es früher mal. Und da stand das drin. So, jetzt haben wir wieder den schönen Panzer. Den schönen Packenpanzer. Und hier sind 3 rote Münzen. Oh Gott, 4? Wie bitte? Das ist ja einfach. 5, 6 hatte ich hier eben eingesammelt. 6, 7. Oh Gott, die sind alle auf einen Haufen? Die wollen mich doch verarschen. Okay, ich nehme doch erstmal lieber, glaube ich, hier den Stern mit. Erstmal. Dann kann ich vielleicht euch noch den Bug zeigen und dann machen wir das später mit den 100 Münzen. Im nächsten Part bedeutet später. Okay. In einem Part eine ganze Welt? Naja, jetzt zwar ohne die 100 Münzen, aber was soll's? Let's go. Okay, ich habe die Kanone auch gar nicht frei gemacht. Gut, das machen wir dann im nächsten Part. Ich werde jetzt einfach nur versuchen, da jetzt schnell hochzukommen. Dann schneide ich einmal kurz das Video und dann wird der Bug gezeigt, wie er geht. Hoch da. Dun, 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 dun.
So. Gut. Ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Gut. Dann eben ein kurzer Schnitt und bis gleich. Ciao.